Erstmal bedeutet es, dass sich die Arbeits- und Lebensgewohnheiten durch die Digitalisierung vollkommen verändern. Wir sehen das im Thema Arbeiten, das heißt, es wird immer mehr, Stichwort Homeoffice, von zu Hause gearbeitet. Das bedeutet aber auch, wenn ich von zu Hause arbeite, dann muss eigentlich auch die Wohnung dazu passen. Also ich brauche dann den digitalen Anschluss zum einen, ich brauche aber vielleicht auch ein halbes Zimmer, den Raum, um von zu Hause zu arbeiten. Wir sehen das natürlich auch genauso beim Einkaufen, beim Parken. Überall, wo wir Immobilien nutzen, wird es erhebliche Veränderungen geben, beziehungsweise sehen wir schon erhebliche Veränderungen. Die digitale Infrastruktur einer Immobilie wird immer wichtiger. Ich denke, wir wissen, dass im Gewerbeimmobilienbereich, gerade im Bürobereich, da ist heute die digitale Infrastruktur, was früher in der Industrie der Gleisanschluss war. Das heißt, sie müssen einfach verbunden sein mit anderen digitalen Nutzern, um Geschäfte zu machen, um sich auszutauschen. Was teilweise vergessen wird, auch im Wohnimmobilienbereich ist die digitale Infrastruktur wichtig. Wenn ich zum Beispiel streame oder wenn ich digital Spiele spielen will mit anderen, da hinken wir in Deutschland ganz stark hinterher. Das heißt, sie brauchen wirklich viele Megabyte, um auch Spiele zu spielen. Und was zunehmend wichtig wird, ist das Thema E-Health. Das heißt, dass alte Menschen möglichst lange zu Hause leben können, dass sie dann auch angeschlossen sind an eine digitale Infrastruktur. Aber dazu braucht man wirklich dann die Bandbreite. Das heißt, ich brauche bis in die Wohnräumlichkeiten brauche ich eine große Bandbreite bis zu 100 Megabit heute. Aber wir sprechen da eigentlich schon in ein paar Jahren von 2, 3, 4, 500 Megabit pro Sekunde. Spannend ist ja als Investmentprodukt, in welche Einzelhandelsimmobilien kann ich noch investieren. Und da haben wir bei Baufos eine Studie durchgeführt und haben festgestellt, ja, die klassischen 1A-Lagen in den wesentlichen Städten, die werden natürlich weiterhin sehr stark von Einzelhändlern nachgefragt werden. Genauso auch große Shoppingcenter, die eine kritische Größe haben, das wird sein. Und dann sehen wir auch noch die Chancen bei sogenannten Nachbarschaftscentern oder auch überhaupt Convenience Stores, wo dann eben Produkte des täglichen Bedarfs veräußert werden, aber auch noch eine Reinigung oder ähnliche Serviceanbieter mit dabei sind. Digitalisierung wird natürlich sich erstrecken auf alle immobilienwirtschaftlichen Segmente. Keiner weiß, was das in 5 oder 10 Jahren bedeutet. Wir versuchen hier wirklich hellwach zu sein, die Trends genau zu beobachten. Beispiel Parken, da werden wir oft gefragt, was bedeutet das autonome Fahren? Da sehen wir eigentlich kaum Risiken. Das bedeutet natürlich schon, dass der ganze Eingangsbereich verändert werden muss. Also wie stelle ich mein Auto ab? Das wird ganz anders sein. Vermutlich werden die Autos einfach in einer Art Lobby vor dem Parkhaus dann abgestellt und fahren dann automatisch auf den Parkplatz rein. Die ganze Technik auch der Abrechnung, der Buchung, das wird alles digitalisiert werden. Da beobachten wir als Baufos ganz genau, was da passiert. Und Student Housing? Student Housing beobachten wir auch ganz genau. Da gibt es zum einen eine Bedrohung, dass man gar nicht mehr an die Universität geht, sondern dass man verschiedene Studiengänge komplett digital absolviert und sich dann einfach zur Prüfung dann an der Universität trifft. Wir glauben aber nicht, dass das ein ganz breiter Trend sein wird. Dieses Angebot wird mit Sicherheit genutzt. Wir glauben, dass die Menschen weiterhin physisch vor Ort studieren, dann den Austausch haben und dass es nicht nur digital ist. Auf der anderen Seite sind natürlich dann immer wichtiger dann auch digitale Plattformen, was die Vermietung von solchen Student-Housing-Angeboten anbelangt. Aber das gibt es heute auch schon und das nutzen wir auch schon vielfach.